Und hallihallo, hallöle zum nächsten Part von Assassin's Creed 3. Ich bin echt immer noch verleitet, instinktiv irgendwie Assassin's Creed 2 zu sagen. Ich weiß gar nicht warum, weil ein Assassin's Creed 2 Let's Play habe ich zwar mal gemacht, aber dann habe ich es abgebrochen, weil ich damals noch Urheberrechtsprobleme gekriegt habe mit Ubisoft. Ach, das waren noch Zeiten, als man noch nicht YouTube-Partner war. So, wir sind hier in der Tutorial-Szene stehen geblieben. Und wir springen da jetzt runter. So. Hier gibt es ein paar Störungen. Oh. Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. So sieht's aus. Volle Synchronisation. Was kann ich Fortschritt anzeigen? Ah, Auffrischungskurs. Ah, okay. Hier kommen wir also direkt wieder in die DNA-Sequenz rein. Und sehen sogar, dass wir hier komplette DNA-Synchronität erreicht haben. So, als nächstes kommt die tödliche Vorstellung, ne? Sequenz 1. Wir sind hier im DNA-Menü. Und wir machen weiter. So, jetzt sind wir eine andere Person, die aussieht wie, Adliger oder sowas aus der damaligen Zeit. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Namen zugewiesen. So. Ziemlich verpixelt noch. Macht mal hier ein bisschen Texturen ordentlich und so. Reißt euch doch mal zusammen, ihr Texturen. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Kann ich nicht. Alles klar. Verlaufen kann ich mir also nicht. Darf da gar nicht lang. So, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Sir. Also wird's da unten gehen. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Aha. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Okay. Also es geht ja direkt fließender Übergang zwischen der zwischen dem Tutorial und der Spiel, so wie es aussieht. Na gut, aber ich schätze mal, jetzt wird irgendwas anderes passieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal rein. Aber so ein fließender Übergang zwischen Sequenzen, da finde ich schon gut. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Ich brauche meinen Mantel noch, es ist warm hier drin. So, was haben wir hier? Ich habe eine neue E-Mail erhalten. Oha. Ladies und Gentlemen, guck ich mir nachher mal. Bitte eure Plätze einnehmen würde. Sitzplatz finden. Okay, wir sind im Theater, lol. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt für eine Szene kommt, aber nur so aus Vermutung. So, das ist die E-Mail, ne? Ja, Benachrichtigungscenter, alles klar. So, Animus-Datenbank und Systemnachricht. Gucken wir mal rein. Also ich muss mir das jetzt einfach mal angucken. Kann ich gar nicht drauf zugreifen. Hä? Wieso kann ich da nicht drauf zugreifen? Na gut. Dann eben nicht. Jetzt habe ich noch einen Animus-Dateneintrag bekommen. Ah, ich finde das schön, dass man hier so direkt reinswitchen kann. Guck mal in der Schau. Wir sind offensichtlich in einem royalen Opernhaus. Aber das Durchlesen tue ich mir jetzt nicht, beim besten Willen. So, und das ist das neue DNA-Menü mit den ganzen Einträgen. Finde ich ganz gut, dass sich das erst nachträglich so füllt, wenn man sich das mal so anguckt. Vorhin waren hier nur Personen. Ich habe vorhin mal nochmal kurz reingeschielt. Ja? Und jetzt haben wir schon Orte mit dazu. Alles klärchen. Was passiert auf der Back-Taste? Ah, Karte. Alles klar. Man kann hier offensichtlich so ein bisschen irgendwas wechseln. Na gut, das wird sich schon im Laufe des Spiels noch zeigen. Jetzt finde ich erstmal einen Sitzplatz. Immerhin ist das Mission hier. Einspielen kann ich mich auch später noch, wenn ich tot bin. So, ich habe das Gefühl, ich soll mich da vorne links hinsetzen. Guten Abend, Sir. Hi. Hier entlang, bitte. Alles klar. Dann lass mich auch durch. Oh, ach, okay, ich bin schon in der Sitzreihe. Alles gleich. Sir, bitte. Ist ja wie im Kino hier. Muss man auch immer sich so durchdrängen hier. Ah, sieht doch schon sehr schön aus jetzt. Die Grafik, also da kann ich echt nichts mehr gegen sagen. Also bisher. Jetzt gefällt sie mir. Abend, Häfen. Reginald? Morgens. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Ah, mit... Oh Gott, das Adlerauge liegt jetzt auf dem linken Stick. Ach, das ist ja in Revelations auch schon so gewesen. Habe ich mich nicht dran gewöhnt. Egal.
Da ist ein Typ. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Ah, da ist zufällig jemand an der Leiter stehen. Ah, die sprechen ja Englisch, nice. So, einen abgelegenen Ort zum Klettern finden. Na, dann müssen wir das mal machen. Entschuldigt vielmals. Entschuldigt. Bleib sitzen, Junge. So. Oh, feste Kamera, das mag ich ja. Okay, also wir spielen jetzt offensichtlich einen Typen. Na gut, keine Ahnung, was es mit dem Typen auf sich hat, ob der jetzt gut oder böse ist, kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal in einem royalen Setting. Ich kann auch nicht so recht sagen, ob das jetzt schon England ist oder noch, also schon Amerika oder noch England. Also egal. So, wo muss ich eigentlich hin? Muss ich eine Ebene höher? Keine Ahnung, ich klettere. Ne, hier kann ich nicht hochklettern. Dann mache ich das später. Dann klettere ich nämlich jetzt mal hier hoch. So sieht's aus. Ah, sehr schön. Gefällt mir wirklich bisher die Grafik. Also, ich habe ja im ersten Part noch so ein bisschen gemeckert über die Grafik, aber das Privileg entnehme ich mir ab sofort, weil es sieht wirklich geil aus hier. Hier sieht's sehr geil aus. Auch wenn Desmond mal wieder ein bisschen in der Charakterstruktur verfailed ist, meines Erachtens. Ah, ist ja nicht so schlimm. So. Da sind wir oben angekommen. Ein Weg hinter die Bühne finden. Alles Klärchen. Sollte nicht so schwer sein. Schick hier. Viele kleine Strukturen oder so. Nur, dass man nicht aus dem Fenster gucken kann, ist natürlich ein bisschen... Naja, gut. Egal. Schloss knacken. Muss ich das manuell machen oder ist das automatisiert? Oh nee. Einen Kreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden und dann die Spannung halten. Okay. Okay. Hä? Ah, okay, und jetzt mit dem rechten Stick. Okay. Ah, jetzt hat's vibriert und jetzt wiederholt auf Dings drücken. Alles klar. Okay, ich muss das immer so lange machen, bis das Gamepad kurz vibriert und dann habe ich die richtige Position erreicht. Ich habe schon gefragt, ist gar kein Feedback da. Woher soll ich wissen, wann es kommt? Ah. Finde ich ganz nett, jetzt kann man Schlösser knacken. Ist ja bald wie ein Splinter Cell hier, Alter. Die haben ja einen Haufen Elemente aus einer Spiele geklaut, die Schweine. So, gucken wir uns hier nochmal kurz um. Kann ja vielleicht immer was versteckt sein, man weiß es ja nicht. So. Da muss ich jetzt rüberspringen. Alles klar. Wow. Okay. Und jetzt darüber klettern? Gut. Also die Sonne mit den Wolken ist jetzt ein bisschen früher aufgegangen, aber egal. Ich höre da schon irgendjemanden reden. Des Bettlers Opa, warte mal. Muss ich nochmal reingucken. Wo sind denn Benachrichtigungscenter? Ach so, okay, das sind einfach nur Benachrichtigungen, damit ich daran erinnert werde, dass da noch was war. Aber wie kann ich darauf zugreifen? Egal. Animus Datenbank, letzte Einträge des Bettlers Opfer, Reginald, ach Reginald, ja, das ist der Typ, mit dem wir vorhin gelauert haben. So, neueste Einträge. Des Bettlers Opa, ah, okay. In London uraufgeführt. Also, wie sieht's so aus, als wären wir noch in England? Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Theater, wo das steht. Weil da wird hier bestimmt drinne stehen. Wurde in einem Brand zerstört. Ja, super. Ich will wissen, wo das ist. Das ist ja für ein Arsch, ey. Gut, dann behaupte ich jetzt einfach mal, wir sind noch in England. Irgendwie habe ich das so im Kopf, dass wir jetzt noch sind. So, Reginald? Das ist ein Londoner Kaufmann. Also, wie deutet sehr viel auf London hin. Gut, dann sind wir zumindest örtlich schon mal in London. Höchstwahrscheinlich so. Spielen wir weiter. Ah, da auch klären. Einen Weg über die Bühne finden, immer noch. Oh, der Mondbagger. Hey, ja, ja, jetzt ist auch noch der Mond aufgegangen, du. Wer ist Jeremy? Ist mir egal, ich kenne Jeremy nicht. So. Darüber, alles klar. Da sind wir oben. So, gibt's hier noch was zu sehen? Nö, okay. Komm auch gar nicht hoch. Cutscene. Ich denke aber, wir spielen jetzt einen Assassin, ne? Mal gucken. Sehen wir gleich. Hey, Ethan. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber
Und dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Okay. Ah. Der ist tot. Was noch? Da ist ja ein Junge hinten dran noch. Du hast niemanden gesehen. Ich denke, die brüllen gleich rum. Ja, Leiche und so. Das Opernhaus verlassen. Mach ich das jetzt am besten. Ich denke mal, ich gehe nach rechts. Unauffällig und leise. Der Rang an der Bühnenseite. Schnell! Und ich kann immer noch nicht laufen, aber egal. Der Mann dort! Ergreift ihn! Ein Mann ist im oberen Rang getötet worden. Okay, also offensichtlich ist unsere Tat schon aufgefallen. A gedrückt halten, um schneller zu gehen. Ja, du bist gut. So, lasst mich durch, ihr Schweine! Alter Verwalter. So, noch kommen wir ganz gut hier weg. Ach Gott, wir sind immer noch im Obergeschoss. Ich denke, das könnte problematisch werden, oder? Ich habe jetzt so ein bisschen eigentlich auf das linken... linken Attentat spekuliert. Dass das jetzt vielleicht kommt, aber ich weiß gar nicht, ob das die richtige Zeit ist. Ist ja auch egal. Hornochse. Selber Hornochse. Gut, also panische Flucht ist jetzt was anderes. Da bin ich aus manchen Assassin's Creed was anderes gewöhnt. Ja, schon der Nächste, der wieder gefangen genommen wird hier. Also verhört oder was auch immer. Man weiß es ja nicht, ne? Eigentlich wäre das jetzt doch jetzt panisch angesehener, wenn ich jetzt panisch davonrenne, oder? Ich meine, ist einer gestorben? Egal. Ich habe übrigens die Schnell-Gehen-Taste bisher in einem Assassin's Creed noch nie gerne benutzt, weil da lag immer Stehlen drauf. Und wenn du dann durch die Menge gegangen bist, hast du aus Versehen jemanden bestohlen und der hat dann Chaos gemacht. Das mochte ich nicht so. So, ich glaube, wir sind draußen. Jupp. Alles klärchen. Also, das war unauffällig, das Attentat bisher. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Ja, ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich muss eingeschlafen sein. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Taxi. Was ist denn das? Ein Drache? Aus wie so ein chinesisches Drachenzeichen oder so. Vielleicht ist es das ja auch. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Ach, ich bin dafür, er sagt uns einfach, wo der Schlüssel ist. Diese Vorläufer. Brauchen wir nämlich in der Gegenwart. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder hoffentlich. Unseren Feinden, falls wir es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Fort? Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ach du Scheiße. Ich stehe zur Verfügung, obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Ich konnte das jetzt nicht so schnell lesen. Ich habe das Gefühl, da standen ein paar berühmte Persönlichkeiten drauf. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Erde. Weiß nicht, ich finde den Typen bisher irgendwie sympathisch. Keine Ahnung warum. Das war schon Sequenz 1 wieder. Mensch, wir sind so immer... Yeah, volle Synchronisation. Muss ich mir das jedes Mal angucken? Nee, muss ich nicht. Okay, gut, ich kann einfach auch abwarten.
Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.